Die habe ich im Blick, ja. Und da muss ich mich auch, da will ich dann intensiv darum bemühen, auch weiter im Blick zu behalten, denn es wechselt ja immer so schnell. Aber das ist schon alles interessant. Das ist alles, weil ich lebe mit YouTube. Ich habe selbst meinen YouTube-Kanal und meinen Facebook-Kanal und auch ziemlich viele Follower, ist ganz verrückt. Wir arbeiten daran, um das zu verbessern und auch da immer die mit der richtigen Sichtweise auf die Augen offen zu halten. Das ist auch sehr inspirativ. Auch auf dem musikalischen Bereich. Ich bin immer beschäftigt von YouTube mit Gitarristen. Der Zugriff ist natürlich günstiger. Früher musste man auf welche Sendung warten, wenn du irgendwas sehen wolltest. Du hast jetzt deinen persönlichen Zugriff zu deinen Comedians, zu deinen Lieblingsstars. Und das, alles ist abrufbar. Was für uns natürlich sehr günstig ist, wie ein Nachschlagewerk. Ja, du kannst alles raussuchen, katalogisieren. Ich finde es wunderbar. Und selbst kannst du auch experimentieren, kannst Stücke, die du hast, bringst du da auf YouTube und entweder hast du Follower und Likes und freust dich darüber. Das ist der richtige Weg. Das ist wie so ein kleines Trainingslager. Und der Humor, hat er sich geändert? Der Humor hat sich nicht geändert, hat sich verbessert irgendwie. Man ist schneller, man ist aufmerksamer, man ist schärfer geworden oder auch nicht. Kommt drauf an, wer gerade der Comedian ist, über den man spricht. Es gibt ja Verbalakrobaten, dann gibt es welche, die körperlich und geistig so tierisch auf der Höhe sind. So wie unser Mirko zum Beispiel, ist ein absoluter Bewegungsakrobat, der mich immer wieder überrascht, immer wieder neu mit seiner Spontanität und seinen Improvisationen. Und da gibt es einige.